We are going to begin our discussion of Buddhist metaphysics. Also wir beginnen jetzt mit dem Thema buddhistische Metaphysik. And this is a large topic which covers an enormous amount of material, and all of this material is quite difficult. Und das ist ein enormer, großer Themenbereich, welcher sehr viel Material abdeckt und ist auch ein sehr schwieriges Thema. It is very complex with many, many different items that are involved. Und es ist sehr, sehr komplex mit vielen verschiedenen Idiomen, die da enthalten sind. But I think the important principle for studying this is that all of this is intended to serve as an analytical tool. Das wichtigste davon ist, das wichtigste Prinzip, diese zu studieren, ist, dass es als analytisches Werkzeug dient. As you perhaps know already, that the whole Buddhist training is intended to help us to gain liberation from suffering and unhappiness and its causes. Also wie wir schon wissen, dass die ganze buddhistische Übung und Praxis hat eben den Zweck, die Befreiung zu erlangen. Befreiung von Leiden, von Unglücklichsein und den Wurzel bzw. den Ursachen davon. And our suffering problems arise basically because of our unawareness of reality, how we exist, how everything exists. Und das Leiden und die Probleme, die entstehen hauptsächlich aufgrund unserer Unwissenheit. Also Unwissenheit, dass wir nicht wissen, wie die Dinge wirklich existieren. Wir wissen nicht, wie wir existieren und wie die anderen Phänomene existieren. And unawareness means either we just don't know or we know or understand it incorrectly. Also Unwissenheit bedeutet hier, entweder wissen wir es einfach nicht oder wir haben ein falsches Verständnis davon. And so we are very confused and because of that, see, the problem is that our mind makes things appear in all sorts of impossible ways, and we believe that to correspond to reality. Also unser Geist ist dann sehr verwirrt, wir sind verwirrt, unser Geist erfindet dann alle möglichen, unmöglichen Arten und Weisen, wie die Dinge existieren, und denken, das entspricht der Realität. And one of the confusing appearances that our minds make is that things exist in a very sort of solid, concrete type of way. Und eine verwirrende Weise oder Erscheinung, die unser Geist hervorruft, ist eben, dass wir denken, dass die Dinge solide, also wirklich ganz konkret, isoliert, solide existieren. So we experience something and we think, oh, you know, it's this horrible problem, and we make it into a big thing, and we get all upset about it. Zum Beispiel, wir erfahren etwas, sagen dann, das ist wirklich ein schlimmes Problem, eine schlimme Situation, und machen dann etwas ganz Großes, Schlimmes noch daraus. Und das macht uns dann ganz noch verwirrt oder ganz aufgebracht. In colloquial English, we say we make a big deal out of everything. Also, wir sagen dann umgangssprachlich, dass wir etwas Großes draus machen, von einem Kleinen machen wir dann so ein Großes draus. And what we need to do is to be able to deconstruct this, what appears to exist solidly and so horribly to us. Und was wir dann tun müssen, ist eben, was uns so schrecklich erscheint, das zu analysieren, zu zerlegen. And if we can deconstruct it, then we understand a little bit better its reality. Und wenn wir das analysieren, verstehen wir dann besser, wie es wirklich existiert. And the understanding of voidness is clearly the deepest way of deconstructing. Und also das Verständnis von der Leerheit ist offensichtlich das tiefsinnigste Verständnis oder die tiefsinnigste Analyse oder Zerlegung. That these impossible ways of existing that our mind produces are not corresponding to anything real. Also von den unmöglichen Arten und Weisen, wie die Dinge existieren, die niemals eben der Realität entsprechen. But we can do less deep deconstructions, which also help. Wir können aber eine weniger tiefsinnige oder tiefsinnige Analyse zerlegen durchführen, die auch schon hilft. Because whatever we experience is going to consist of various parts, various causes, various conditions, and so on. There's nothing solid about it at all.
Denn alles, was wir erfahren, erleben, das hat Teile, also besteht aus Teilen, hat Ursachen, verschiedene Bedingungen. Es ist auf keinen Fall einfach nur solide und fest. And so these metaphysical topics that we'll be discussing are the analytical tool to help us to deconstruct what we're experiencing, to help us to overcome problems and difficulties we are having. Und diese metaphysischen Themen, das sind die analytischen Werkzeuge, die uns helfen, also alles, was wir leben, was wir erfahren, zu analysieren, zu zerlegen, also zu besser zu verstehen. And in the traditional Buddhist training, one works with this material for several years, not just five short lectures, but several years through the medium of debate. Und in der traditionellen buddhistischen Schulung, da beschäftigte man sich einige Jahre lang mit dieser Thematik. Also nicht nur fünf kurze Einheiten, fünf kurze Vorträge, sondern wirklich einige Jahre lang auf der Basis von Debatten, in der Form von Debatten. So, what I'd like to do is present this material in terms of a specific type of experience, troublesome experience that we might be having, and show how these various topics that we're talking about here, existent, non-existent, static, functional, etc., how we could apply them in analyzing and deconstructing this experience. Und ich möchte jetzt dieses Thema, also die Thematik jetzt darstellen, in Bezug auf eine solche negative, problematische Erfahrung, Erlebnis, das wir haben. Und wie wir eben diese Themen hier, jetzt existierende Phänomene und so weiter, wie wir das eben anwenden können in der Analyse dieser problematischen Erfahrungen, dass wir diese zerlegen, analysieren können. The example that I've chosen, now this didn't actually happen to me, but as a hypothetical experience, when I was coming here at the airport, when I was collecting my luggage, I took the wrong computer bag. Also jetzt ein Erlebnis, das ich wirklich erlebt habe, aber nehmen wir es an als hypothetisches Erlebnis. Als ich hier angekommen bin und das Gepäck abgeholt habe, habe ich den falschen Computer dann mitgenommen. Right, the computer bag, you know, they're sitting on the ground and I took somebody else's. I wasn't really paying attention. Also ich habe nicht wirklich aufgepasst. Ich saß einfach und nahm eben den falschen Computertasche. And now I arrive here. And I'm really depressed, and I think I'm a complete idiot. Und jetzt bin ich hier angekommen und bin wirklich ganz niedergeschlagen und denke, ich bin wirklich ein vollkommener Idiot. And I'm very angry with myself. Und bin sehr verärgert. I'm very unhappy. Mit mir selber bin ich verärgert und bin sehr unglücklich. Okay, so now, how would we deconstruct this situation? Because obviously I am suffering. Also wie können wir dieses Erlebnis jetzt analysieren, zerlegen? Also es ist offensichtlich, dass ich eben sehr traurig bin. Okay, now, we can first of all talk about topics or subjects of a debate. Jetzt können wir sprechen über die Themen oder Subjekte der Debatte. This would refer to things that we can analyze. Das wird sich beziehen auf etwas, was wir analysieren können. And this includes non-existent items or subjects and existent objects, subjects das or topics. Also das inkludiert jetzt Themen, die nicht existieren, also nicht existierende Themen und existierende. Non-existent one cannot be validly known. Also nicht existierende Subjekte, die können nicht gültig erkannt werden. A complete idiot, someone who is totally and absolutely every aspect, every moment of their life, an idiot. Ein vollständiger Idiot, der auf jeder Weise ein Idiot ist und immer ständig in jedem Moment des Lebens ein Idiot ist. Okay, that's non-existent. Nobody exists like that. Also das ist, existiert nicht. So jemand existiert nicht. However, it is a topic that we can analyze. Aber trotzdem ist es ein Thema, das wir analysieren können. But we can say, what I think is total idiot. So I'm, you know, so it is a topic, but it is non-existent. Also dieses Thema können wir trotzdem analysieren. Wir denken zum Beispiel, ich bin ein vollständiger Idiot, ein großer Idiot, aber trotzdem, das existiert nicht. Also es ist nicht existent. Okay. Now, what exists can be validly known.
Was existiert, das kann jetzt gültig erkannt werden. Like me. I, who am the total idiot. Well, I can be validly known, I exist, but a total idiot doesn't exist. Zum Beispiel ich, das ist jetzt existiert. Ich, ein ganzer Idiot, ein vollständiger Idiot, das existiert nicht, aber ich existiere. And the computer that exists, it's an existent phenomenon, and can be validly known. Zum Beispiel auch ein Computer existiert, ist auch ein Objekt, das eben gültig erkannt werden kann. Okay, validly means accurately and decisively. Also gültig heißt hier genau, präzise etwas erkennen, wahrnehmen. Okay, now we have another division called valid phenomenon and invalid phenomenon. Wir haben dann eine weitere Unterteilung dann, also ich nenne dies jetzt gültige Phänomene und dann ungültige Phänomene. Actually, before we go into this, I'd like to do this a little bit slowly, perhaps. And let's take a minute or two to digest each of these groups that I am introducing. Otherwise, it's just going to be one point after another point after another point. It's too much. Es ist besser, wir nehmen uns ein wenig Zeit jetzt, und damit wir diese verschiedenen Unterteilungen, Einteilungen wirklich jetzt verdauen, weil sonst würde einfach eine Einteilung nach der anderen kommen, das wäre dann einfach zu viel. Es ist besser, dass wir nochmal bei der ersten bleiben, also erste Unterteilung wirklich auch ein bisschen verdauen können. Okay, so we have topics that can be analyzed or discussed. Some of them are existent, like me, or my computer. Can be validly known, and some do not exist at all. They're non-existent, like a total idiot. You know what I think I am. Also, wir haben jetzt. Because there is no such thing as a total idiot. Also, wir können jetzt Dinge analysieren. Einige davon diesen existieren, wie zum Beispiel ich oder ein Computer. Die können auch gültig erkannt werden. Und manche von diesen existieren nicht, wie zum Beispiel ein vollständiger ausschließlicher Idiot. So etwas existiert nicht. We're digesting that. We're thinking about that. Don't look at me expectantly. You're supposed to be thinking about that and saying, yes, yes, now I understand it. Wir sollen darüber nachdenken, dass wir vielleicht noch ein bisschen verdauen. Also mich nicht bitte anschauen, sondern selber dann nochmal nachdenken. Und denken, ja, jetzt habe ich es verstanden. Na ja, so ist es. Monster, non-existent phenomenon. I can think I'm a monster. Are there any monsters, real monsters? Can we validly see a monster? No. But can we talk about monsters? Yes. Beispiel Monster. Also, ich als Monster, existiert so etwas? Nein, nicht wirklich. Aber können wir gültig erkennen? Auch nicht. Aber können wir über Monster sprechen? Ja, das können wir. Wir können über Monster sprechen. Yes, I am here, I am thinking this, I am feeling this, I am unhappy. I exist. Also ich existiere. You can look at me and you can see me. Also ich existiere, ich denke das, ich fühle das und ihr könnt mich auch wahrnehmen und sehen, also ich existiere. Okay, now, within existent phenomenon, we have things that are valid and things that are invalid. I'm using this term like, for instance, your milk. You know, now it's valid and now it's expired, right? It's no longer valid. Also in der Kategorie von existierenden Phänomenen, also was existiert, da gibt es weitere Einteilungen, etwas, was gültig ist und etwas, was ungültig ist. Also ich verwende das in dieser Form wie eine Milch, also eine, die noch verwendbar ist, noch nicht aufgebraucht ist, die noch nicht abgelaufen ist, sozusagen im Deutschen. Right, like my U-Bahn ticket, my subway ticket in Berlin. The September one is now valid, the August one is invalid. It's no longer valid, it's expired. Also mein U-Bahn-Ticket in Berlin, also das Ticket für September, das ist jetzt gültig, aber das von August, das ist gültig, ist nicht mehr gültig, das ist schon abgelaufen sozusagen. So, a valid phenomenon is one that is happening now. Also ein gültiges Phänomen ist, was jetzt sich ereignet. An invalid one is one that is either no longer happening or not yet happening. Und ein ungültiges Phänomen ist etwas, das sich nicht mehr ereignet oder noch nicht ereignet. So, what's valid is what I'm experiencing right now. I'm sitting and thinking, what an idiot I am. Also was jetzt gültig ist, ist was sich jetzt ereignet, was jetzt passiert, dass ich denke, jetzt ich sitze hier und denke, ach, was bin ich für ein Idiot. What is no longer valid
So invalid is the no longer happening of my picking up the wrong computer bag. That's no longer happening now. Und was ungültig ist, ist, was sich nicht mehr eignet, also nicht mehr, also das falsche Gepäck nehmen, das falsche Gepäckstück zu nehmen, das ist ungültig. And what's not yet happening is hopefully getting my own computer back. Und was sich noch nicht ereignet ist, hoffentlich bekomme ich wieder meinen Computer zurück. But what I have to deal with is what's happening right now. What's happening right now, what is valid at this moment, is my sitting here and thinking, what an idiot I am. Und mit was ich jetzt umgehen muss, ist mit dem, was sich jetzt ereignet, was jetzt gültig ist eben. Also, dass ich hier sitze und wütend bin auf mich selbst und traurig bin und denke, was für ein Idiot ich bin. Okay? Adjust that for a moment. Okay, jetzt vielleicht darüber noch kurz nachzudenken. Can I validly know something that's no longer happening? Kann ich gültig erkennen, was sich nicht mehr ereignet, was nicht mehr ist? Yes, I can know that I did not pick up my correct computer bag. That's no longer happening now, but I can know it correctly. Natürlich. It's an existent phenomenon. Also ich kann das wissen, kann das auch gültig richtig wissen, dass ich nicht den richtigen Computer genommen habe, obwohl es sich jetzt nicht mehr ereignet. Aber es ist ein existierendes Phänomen und ich kann das natürlich richtig gültig wissen. Not yet happening. If they found my correct computer at the airport, I will get it back. That's not happening yet, but I can know that. Und auch kann ich wissen, etwas, was especially if I call and they say, yes, we have it. I know I will get it back. But it's not yet happening now. Und auch etwas, was sich noch nicht ereignet, kann ich richtig gültig wissen. Falls eben mein Computer am Flughafen gefunden worden ist, werde ich ihn wieder bekommen. Vor allem, wenn ich dort anrufe und die sagen, ja, sie haben ihn, also werde ich ihn dann bekommen. Also kann ich das auch gültig erkennen. You got it? It's like the year 2010. That's valid. That's happening now. Also, the year 2009 is no longer happening. Is it an existent phenomenon? Yes, there was such a thing as the year 2009, but it's not happening now. I can remember it. Gültig ist das Jahr 2010, das ereignet sich jetzt, also das ist gültig. Dann haben wir das Jahr 2009, ist das ein existierendes Phänomen? Ja, natürlich ist das ein existierendes Phänomen. Wir hatten das Jahr 2009 letztes Jahr, ich kann mich daran erinnern, also das existiert, aber das ereignet sich nicht mehr jetzt. And 2011, is it an existent phenomenon? Well, yes, I can plan for it, but is it happening now? No. Auch das Jahr 2011, ist das ein existierendes Phänomen? Ja, das ist auch ein existierendes Phänomen. Ich kann vorausplanen, aber trotzdem, es ist nicht ein Phänomen, was sich jetzt ereignet. Es ist nicht jetzt. Is the year 2011 happening somewhere else? Now? No. Ist das Jahr 2011 sich irgendwo ereignet, jetzt, aber woanders, ganz woanders, anderen Platz zum Beispiel? Nein, das ist nicht so, dass sich 2011 irgendwo anders jetzt ereignet. Where could it be happening? You can have a count of 2011 from a certain point in another universe, but it's not going to be the year 2011 that will happen next year here. Also man kann natürlich die Zahl 2011 irgendwo haben in einem anderen Universum, aber es ist nicht dieses Jahr 2011, welches sich ereignen wird hier im nächsten Jahr. Also dieses 2011, was sich jetzt im nächsten Jahr ereignet, wird es nicht sein. My old age is not happening now. Not happening somewhere else either, is it? Also mein Alter, das ist nicht das, was sich jetzt ereignet, aber es ist auch nicht, dass sich irgendwo woanders jetzt ereignet, dass das jetzt dort existiert. I'm not eating my tomorrow's breakfast now, am I? It's not happening somewhere else. Also ich esse mein morgiges Frühstück nicht jetzt, aber das ereignet sich auch nicht irgendwo anders jetzt. But I can think about it, I can plan it, etc. Und zwar kann ich darüber nachdenken, ich kann vorausplanen und so weiter. Okay. Now we also have what's known as affirmation phenomenon and negation phenomenon. Wir haben dann auch eine weitere Einteilung von Phänomenen. Wir haben bestätigende und verneinende Phänomene. Okay. For an affirmation phenomenon, it's let's get the exact definition. It's a complicated definition.
if I can find it, doesn't matter. Affirmation phenomenon is something that we can know just in a sense by itself without having to negate anything else. Also ein bestätigendes Phänomen können wir kennen durch es selbst, ohne dass wir etwas anderes negieren müssten. Like for instance, my computer. Zum Beispiel mein Computer. I can just say this is my computer. Ich kann einfach sagen, ja, das ist mein Computer. I didn't have to know anything before. Also es ist nicht, dass ich etwas anderes vorher kennen müsste. But the negation phenomenon is not my computer. I look at this other computer, somebody else's computer. It's a different color, it's a different model, and I understand this is not my computer. That's a negation phenomenon. Not my computer. Und ein verneintes Phänomen ist zum Beispiel nicht mein Computer. Da muss ich vorher eben sehen, ein Computer und sehe, ja, dieser Computer hat eine andere Farbe, es ist ein anderes Modell. Und dann verstehe ich, ja, dieser Computer ist nicht mein Computer. How could we know that this is not my computer? Also wie können wir wissen, dass es nicht mein Computer ist? How would you know that? Would you have to have known something before? Muss man davor etwas wissen? My computer. Right. You have to have known my computer before in order to know this is not my computer. Also da muss man etwas vorher wissen, etwas vorher verstehen. Mein Computer muss man wissen, damit man verstehen kann oder wissen kann, dass das nicht mein Computer ist. That's the difference between an affirmation and a negation phenomenon. Also das ist der Unterschied zwischen einem bestätigenden Phänomen und einem verneinten Phänomen. An affirmation phenomenon would be the presence of someone else's computer. And an absence phenomenon would be the absence of my computer, not my computer. Ein bestätigendes Phänomen würde sein an die Anwesenheit eines Computers von jemand anderen und ein verneintes Phänomen würde sein die Abwesenheit meines Computers. There are different types of negation phenomenon. Gibt es auch verschiedene Arten von verneinten Phänomenen? There is what I call an implicative negation phenomenon. I'm not quite sure what it's called in German. Jeffrey Hopkins calls it an affirming negation. Also da gibt es eines, was normal in Deutsch übersetzt wird, bestätigende Verneinung. Implicative here means that there's something left over. Das bedeutet hier, etwas ist übrig. Noch ein Rest, etwas übrig. Right, when we negate. Also wenn wir etwas verneinen, da bleibt etwas übrig. When we say something left over, what we're referring, the term that's actually used is, you know, when you have a boat, and a boat is going through the water, and after the boat has passed through the water, then what we call in English the wake of the boat is left behind, sort of a dip, an impression in the water. That is the term that's used for what's left behind. Also der Begriff, der hier verwendet wird für das, was zurückbleibt, ist, wenn wir stellen uns ein Boot vor, wenn ein Boot durch das Wasser eben gleitet, also fährt, und dann, wenn das Boot eben gefahren ist, dann bleibt dann zurück eine Bugwelle, und das wird hier verwendet, was eben eigentlich verwendet dieser Begriff, was zurückbleibt oder übrig bleibt. So an example would be, this is not my computer. Ein Beispiel wäre, das ist nicht mein Computer. What is left behind, implied by that, implicative, what's implied by that, is this is somebody else's computer. Also wenn ich sage, das ist nicht mein Computer, was impliziert das, was bleibt da übrig, dass das ein Computer von jemand anderen sein muss? Or, my computer is not here. Oder zum Beispiel, mein Computer ist nicht hier. What's left over from that? Was bleibt da übrig? My computer must be somewhere else. Also es impliziert, dass mein Computer irgendwo anders sein muss. We know that when we see this computer, don't we? See somebody else's computer. It's not mine, so it must belong to somebody else. And my computer isn't here, so it must be somewhere else. Also es impliziert, ja, wenn wir sehen, das ist nicht mein Computer, dann wissen wir, das muss ein Computer von jemand anderem sein. Gleicherweise auch, mein Computer ist nicht hier, also muss er irgendwo anders sein. That's how our understanding works, doesn't it? Und das ist auch, wie unser Verständnis, also funktioniert.
Is that similar to the term conclusion? Well, there can be conclusions from many, many other lines of reasoning. Also gibt es sehr viele Schlussfolgerungen, die können dann das Ergebnis sein von vielen anderen logischen Abfolgen. When we talk about conclusion, then this is in a logical inference, you know, a syllogism. And here we're not going through. Here we're not going through an inferential process. Just what is implicit here, what's left over, is that it has to be somewhere else. And could you please implicative is how I use it. It implies something else. But there was a noun added to it. Implicative negation. Negation. Okay. Der Begriff heißt implizierte Verneinung oder dass etwas eben bestätigt wird dadurch, also durch die Verneinung etwas anders impliziert wird sozusagen. Non-implicative negation is something that doesn't leave anything behind. Eine nicht implizierte Verneinung oder nicht bestätigende Verneinung ist eine Verneinung, die nicht etwas impliziert, nicht etwas zurücklässt sozusagen. My computer is absent. My computer is gone. That doesn't leave anything behind it, does it? It's just gone. It's absent. It doesn't imply that it's somewhere else. We're just saying it's absent. Mein Computer besteht nicht, mein Computer sozusagen ist weg oder ist gegangen. Das impliziert nichts. Or I don't have my computer. Oder ich habe nicht meinen Computer. Here it's not that we're leaving me behind. Es ist nicht, dass wir jetzt zurücklassen oder als Rest, hier bleibt ich. That's not what we mean here. Das ist nicht, was wir hier meinen. I don't have my computer doesn't imply that I have something else. It's just I don't have my computer. Also ich habe nicht meinen Computer. Das impliziert nicht, dass ich unbedingt etwas anderes habe. Das impliziert sozusagen nichts. Or we look for milk in the refrigerator and there is none. There is no milk. It doesn't imply anything. It doesn't leave anything over. Wir schauen, ob Milch im Kühlschrank ist und wir sehen, dass keine Milch, also es ist keine Milch im Kühlschrank. Das impliziert aber dann auch nichts anderes. It's just a statement. Absence. Gone. Das ist einfach eine Aussage. Es ist einfach eine Abwesenheit. Now, in this non-implicative one, you know, something's absent, something's gone, it could be either an existent phenomenon or a non-existent phenomenon. Also die nicht implizierte Verneinung, das kann wieder sein ein existierendes Phänomen oder ein nicht existierendes Phänomen. There is no milk in the refrigerator. Also there's also no monster in the refrigerator. Also es gibt keine Milch im Kühlschrank zum Beispiel, aber es gibt auch keine Monster im Kühlschrank. So it could be an absence of something that does exist, could exist, and an absence of something that doesn't exist, could never exist. Also die Abwesenheit von etwas, das existiert, oder die Abwesenheit von etwas, was gar nicht existiert, was gar nie existieren kann. Right, there's the absence of my computer, is something that does exist, but an absence of a total idiot, or total idiot, doesn't exist, could never exist. Also die Abwesenheit von meinem Computer, das ist etwas, was existiert, aber die Abwesenheit von einem vollständigen Idioten, das ist, was nicht existiert und das ist etwas, was auch niemals existieren kann. Okay, digest that for a moment, please. Können wir das jetzt ein bisschen auch nochmal verdauen? Sprechen über bestätigende Phänomene und Verneinende. Das heißt, existierende Phänomene können bestätigende und verneinende Phänomene sein. So, existent phenomena, they could be either like affirming. Oh, no, sorry, they could be like Tupo or Gakpa, also either. No, they could be like, how is it? They can be affirmation or negation phenomenon, yeah, exactly, existent yeah. phenomenon, so yes. Could be both, yeah, because right. Now you were just explaining actually the negated phenomenon. Negation phenomenon. Negation phenomenon. But they could be both, no? Right. So let's review again. An existent phenomenon could either be an affirmation phenomenon or a negation phenomenon. So nochmal, also ein existierendes Phänomen kann entweder ein bestätigendes Phänomen sein oder ein verneinendes Phänomen sein. And affirmation and negation phenomenon can be either valid, presently happening, or invalid. They're not happening any longer or they haven't happened yet. Und bestätigende wie auch verneinende Phänomene können dann auch entweder gültig sein, also die jetzt sich ereignen, oder ungültig sein, die eben sich nicht mehr ereignen oder noch nicht sich ereignen. I don't have my computer. It's happening now. I didn't pick up my computer yesterday.
I didn't pick up my computer. That's not happening now. That's a negation phenomenon. Also ich habe meinen Computer nicht, das ereignet sich jetzt. Aber ich habe gestern nicht meinen Computer mitgenommen, das ist auch eine Negation, also ein verneinendes Phänomen. That's not happening now. Und das passiert, das ereignet sich aber nicht jetzt. You see, all these different subdivisions can, well, they mix. That's why we get into this whole topic that we'll have later of relationships between, it's set theory basically, between two sets of things. Weil das gibt es eben, wir sehen die verschiedenen Unterteilungen, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Darum werden wir später auch über Beziehungen sprechen und werden irgendwie Mengenlehre also hören. Then it becomes much more complicated. Es wird dann noch komplizierter. But this is what one works with in debate. Aber das ist mit was man arbeitet oder mit was man verwendet in der Debatte. Okay, now. Next division between existent, I'm sorry, between within existent phenomenon are static and what's it's called here in German functional phenomenon, non-static phenomenon. Eine weitere Unterteilung der existierenden Phänomene ist, dass auf der einen Seite statische Phänomene, oder hier im Deutschen wird es eben gesagt, beständige Phänomene und wirksame Dinge oder eben unbeständige Phänomene. So, when we talk about a static phenomenon, we're talking about something that does not change from moment to moment. I think in the definition here, it says something that is not momentary. We have to understand what momentary means. Momentary means that it doesn't change from moment to moment. Also ein statisches Phänomen oder ein beständiges Phänomen ist etwas, was sich nicht ändert von Moment zu Moment. Also hier steht das auch, also ein Phänomen, das nicht augenblicklich ist. Aber was verstehen wir unter augenblicklich? Das heißt, ein Phänomen, das sich nicht ändert in jedem Augenblick. But some of them are eternal, they can last forever. And some of them are temporary. Aber einige von diesen sind ewig, also ewige Phänomene, und einige von diesen sind nur vorübergehende Phänomene. Pardon? Is the table a static phenomenon? We'll get to that. Let's use our example of the computer. Die Frage, was ist ein Tisch, ein beständiges, statisches Phänomen? Ja, werden wir noch hinkommen, aber verwenden wir unser Beispiel, den Computer. The category computer, computers. That is a static phenomenon. Also die Kategorie Computer, das ist ein statisches oder beständiges Phänomen. Yeah, we'll discuss what is called here generalities, and one aspect of them is categories. Das diskutieren wir auch später, was hier genannt wird, oder allgemeinen, und da behandeln wir auch die Kategorien. So, a category of a table is just a category. It doesn't do anything, it doesn't change, it's just a category. Also die Kategorie Tisch, das ist einfach eine Kategorie. Es tut nichts und ändert sich nicht. Right, it's what I'm, in a sense, thinking of. What I'm thinking of, you know, my computer. I'm thinking of a computer, you know, the category computer. Das ist, was ich mache. Also wenn ich an meinen Computer denke, dann denke ich an die Kategorie Computer. But this is a temporary static phenomenon. Aber das ist ein vorübergehendes statisches Phänomen. Was there a category computer before computers were invented? Gab es da eine Kategorie Computer, bevor es Computer gegeben hat, also bevor ein Computer erfunden worden ist, sozusagen? No, during the Stone Age, there was no category computer. In der Steinzeit gab es nicht die Kategorie Computer. And way, way in the distant future, when there's no such thing as computers anymore, and there are none in museums, and nobody, you know, has heard of it, there's also no longer a category computer. Und weit in die Zukunft, wenn es dann keine Computer mehr gibt, auch keine Museen und so weiter, wo es Computer gibt, niemand hat von Computer jemals etwas gehört, dann gibt es auch nicht mehr diese Kategorie Computer. Right? So it's temporary. So, darum ist es vorübergehend. But the category knowable phenomenon, from Buddhist point of view, no beginning, no end, eternal. There's always a category, knowable phenomenon. Aber Objekte, die erkannt werden können, also Wissensobjekte, die sind ewig. They're always knowable phenomenon. Es gibt immer also Objekte, die zu erkennen. We're not talking about me having to think this. Nicht, dass ich über das denken muss.
But since mental continuums also have no beginning and no end, then we can always think in terms of, you know, category knowable phenomena. Weil eben auch ein Bewusstseinskontinuum keinen Anfang, keinen Beginn hat, keinen Anfang, keinen Beginn haben, können wir immer über Wissensobjekte denken. Okay, I don't want to get into tremendous detail here. It'll get very complicated, but we can have static phenomena that are negation phenomena. We can have some that are affirmation phenomena. Also ich möchte da nicht weiter nicht in Details eingehen, das wird sehr kompliziert, aber es gibt dann eben auch statische bzw. beständige Phänomene, die bestätigende oder auch verneinende Phänomene sind. Now, functional phenomenon. So you got this idea of static phenomena, something that doesn't change. So, whether it lasts forever or just lasts a short time. As long as it lasts, doesn't change. Doesn't do anything and it doesn't change. Haben wir jetzt das verstanden, was jetzt ein statisches oder beständiges Phänomen ist? Das kann entweder auch ewig sein oder vorübergehend existieren, also eben ewig existieren oder vorübergehend. Aber solange es eben existiert, ändert es sich nicht. Also tut es nichts und verändert sich nicht. I am not a static phenomenon, correct. Self, the person, is not a static phenomenon. We'll get to that. Also ich bin kein beständiges oder statisches Phänomen. Also das Ich, das Selbst ist es nicht. Also das ist richtig. Also dazu werden wir ja noch kommen. Now we have functional phenomena. These are non-static phenomena. They change from moment to moment. They arise from causes and conditions. And they do something. They affect other things. Produce effects. Dann haben wir die wirksamen Dinge. Die sind nicht beständig, also sind unbeständig und ändern sich. Also ändern sich von Moment zu Moment und sie entstehen aus Ursachen und Bedingungen und sie tun auch etwas. Also sie produzieren zum Beispiel, bringen Auswirkungen hervor. And some of them are eternal and some of them are temporary. Manche von diesen sind wieder ewig, stehen ewig, manche von denen sind wieder vorübergehend. So, what's temporary would be, for instance, the computer, this individual computer. Was ist zum Beispiel ein unbeständiges Phänomen, was vorübergehend existiert? Zum Beispiel ein individueller Computer, ein einzelner Computer. Or my body. Oder mein Körper. Something which arises at a certain point, and at a certain point it's going to disintegrate, fall apart. And moment to moment it is degenerating, going closer and closer to its end. Etwas, was entsteht zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann auch wieder zu einem bestimmten Punkt dann auseinanderfällt und dann von jedem Moment zu Moment auch degeneriert, also immer mehr näher kommt der letztendlichen Endpunkt. Das ist aber, wenn das Ding auseinanderfällt sozusagen. But then there are other functional phenomena, non-static phenomena, changing from moment to moment that last forever, like the mental continuum, individual mental continuum, no beginning, no end. But moment to moment it changes, because moment to moment I am aware of different things. The consciousness, the mind is aware of different things. Dann gibt es dann auch wirksame Dinge, die unbeständig sind, die aber dann ewig sind. Wie zum Beispiel individuelle Geistkontinuum, Bewusstseinskontinuum. Das hat keinen Anfang und kein Ende, aber trotzdem sind sie, dass sie sich ständig verändern, von Moment zu Moment, weil in jedem Moment etwas ein anderes wahrnehmen. So, my computer is a non-static phenomenon. It's falling apart. Eventually it's going to break. Eventually I'm not going to have it any longer, whether I lose it, or somebody steals it, or it just breaks. It's falling apart from moment to moment. Also mein Computer ist ein Phänomen, das ein wirksames Ding ist und unbeständig ist. Also von jedem Moment zu Moment verändert sich's und letztendlich fällt es auseinander sozusagen. Entweder geht kaputt, also bricht, oder geht verloren, oder wird gestohlen. Gross impermanence is when it actually breaks. Die grobe Unbeständigkeit ist letztendlich diejenige, wenn es wirklich, wenn er wirklich bricht. Subtle impermanence is that moment to moment it's getting closer and closer to its end. Und die feine Unbeständigkeit oder subtile Unbeständigkeit ist dasjenige, dass sich von Moment zu Moment sich eben sein Ende nähert. Also letztendlich, dass er auseinanderfällt, das ändert sich. Follow that? It's like this class. It's temporary.
But, you know, moment to moment, something different is happening. The class is over, it's finished. But each minute, it's getting closer and closer to the end. Zum Beispiel diese Klasse, diese Einheit ist eben, was sich ja von Moment verändert, etwas anderes ereignet. Und jeden Moment kommt man näher dem Ende, wenn die Klasse sich wieder, wenn die aufhört und zu Ende geht, zu Ende ist. What is the reason for the class ending? Was ist jetzt die Ursache oder der Grund dafür, dass diese Klasse jetzt, dieser Unterricht endet? The reason for it ending is because it started. Und der Grund, dass dieser Unterricht auch wieder endet, ist, dass der Unterricht begonnen hat. If it never started, it couldn't possibly end. Also hätte der Unterricht oder diese Klasse nie angefangen, könnte auch der Unterricht nie aufhören. Now, that may seem funny, but let's apply it to the computer. Das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber wenden wir das wieder an auf unseren Computer. What is the reason the computer breaks? Was ist jetzt die Ursache oder der Grund dafür, dass der Computer bricht? Because it was built. Because it was built. Genau, weil er gemacht worden ist. It was built and therefore, depending on parts and so on, which aren't constantly being renewed, it's going to fall apart, it's going to come to an end. Weil er eben gemacht worden ist und abhängig von den verschiedenen Teilen, die erneuert werden, letztendlich eben wird er dann eben, geht er zu Ende, also bricht er. What is the cause of death? Was ist die Ursache für den Tod? Birth. Geburt. The sickness that I die from is just the circumstance. The actual cause was that I was born. Die tatsächliche Ursache für den Tod ist die Geburt, also dass man geboren worden ist. Also Krankheit, wenn man an Krankheit stirbt, eben ist nur eigentlich der Umstand, dass man stirbt. Also die. So if we were born, what do we expect? Also was sollen wir? Die. Also was sollen wir erwarten, wenn wir geboren worden sind? Also werden wir auch sterben? Buy a computer. What can we expect? At some point, it's going to break. Also wir kaufen einen Computer, was können wir uns erwarten? Also, dass dieser Computer letztendlich irgendwann wieder auch eben seinen Geist aufgibt. Okay. Is there anything else besides a mental continuum that is eternal and changes from moment to moment? Gibt es doch auch noch ein anderes Phänomen neben dem Bewusstseinsstrom oder Bewusstseinskontinuum, welches eben ewig ist und eben ein wirksames Ding, also ein unbeständiges Phänomen ist? The individual person, me. Eine individuelle Person, zum Beispiel ich. When we talk about there being no soul, you know, anatma, it's not that we're denying that there is some sort of eternal thing here. The me, the self, is eternal. There's no beginning and there's no end. But it doesn't exist as some sort of unchanging thing that can exist separate from a body and a mind. And can be known all by itself. Also, wenn ich, but Buddhism does accept a self, whether you want to call that a soul or a me or an individual or a person. Buddhism does accept that and it is eternal. And it changes from moment to moment because now I'm doing this, now I'm doing that. Der Buddhismus akzeptiert also wohl ein Selbst oder ein Ich oder eine Person, wie immer wir es nennen, aber dieses Selbst oder Ich ändert sich jeden Moment, also verändert sich ständig. In jedem Moment macht man etwas anderes, verändert sich. Also dieses Ich, das ist etwas, was eben dann auch ein wirksames Ding ist, also ein unbeständiges Ding ist und ewig existiert. Das Ich hat keinen Beginn, hat auch kein Ende. So existiert es ewig. Es ist nicht so, dass man jetzt, obwohl man keine Seele sozusagen Anatma als akzeptiert, dass es jetzt, dass man nicht sagt, es gibt etwas, was ein sozusagen ewiges Ding ist. Also, obwohl es eben, also das ist Ich ist ein ewiges Ding sozusagen. Aber es ist nicht etwas, was unveränderlich ist. Also das Ich ist nicht etwas Unveränderliches, was sich eben nicht verändert und unabhängig ist von Körper und Geist. Also etwas Isoliertes, sowas Starres, Unveränderliches ist dieses Ich nicht. Sondern etwas, was sich ständig verändert, aber trotzdem eben ewig sozusagen ohne Beginn und ohne Ende existiert. That's why I prefer to translate as no impossible self. No impossible soul. It's not that there's no self or no soul, but what Buddhism is negating is an impossible one.
Und dann, darum würde ich auch besser vorschlagen, das zu ersetzen als ein kein mögliches Ich oder kein mögliches Selbst. Es gibt sehr wohl ein Selbst oder ein Ich, aber nicht, also kein mögliches, was nicht möglich ist. Right, ein unmögliches, ein impossible Self. Ja, unmögliches. Doesn't correspond to anything. What would be an impossible Self? It would be a Self that can be known separately from a body and mind and is unaffected by anything, never changes from moment to moment. Also ein unmögliches Ich, ja, so etwas, als würde dann getrennt sein vom Körper und Geist und unbeeinflusst. Unmöglich. Unmögliches Ich. Also ein unmögliches Ich, das würde also getrennt sein vom Körper und Geist und so ein Ich, das existiert ja nicht. Das ist unmöglich. Getrennt vom Körper und Geist und unbeeinflusst von allen äußeren, von anderen Einflüssen. Yeah, you know, and that just jumps into this body and mind and in a sense drives it like driving a car. And then leaves it and goes into another car. Es kommt einfach in den Körper rein und lenkt diesen Körper, wie zum Beispiel ein Autofahrer einfach das Auto lenkt und dann springt es wieder raus sozusagen und springt in ein anderes Auto rein und lenkt dieses. That's impossible. It doesn't correspond to anything real. So that's voidness. It's the absence of anything actual that corresponds to this. It's impossible. Also das ist, that's why these negation phenomena are important to understand. There is no such thing. Also das ist unmöglich. Also solch ein Phänomen existiert nicht. Also so ein, das ist unmöglich. Darum ist es auch wichtig hier, also diese, wie sagen wir auf Deutsch, die verneinende Phänomene richtig zu verstehen. But when we say the self doesn't exist like this, well, what's left over is it exists in some other way. Also wenn wir aber sagen, das Selbst existiert nicht so, dann muss das irgendwie auf eine andere Art und Weise existieren. Okay. Adjust that for a moment, please. Bisschen darüber nachdenken, bisschen verdauen. Functional phenomena do things. They arise from causes and conditions. They change from moment to moment. Some last forever. Some last just a short time. And while they last, they degenerate. Wirksame Phänomene, die ändern sich augenblicklich, also jeden Moment ändern sie sich, sie entstehen aus Ursachen und Bedingungen und sie funktionieren, also sie tun etwas. Manche aber existieren eben nur für kurze Zeit und manche eben ewig. There are many other kinds of non-static phenomena, but I really don't want to go into that because that gets very complicated. I explained that in the previous time that I explained this topic, and it's really quite confusing. So let's not go there. Da gibt es noch weitere nicht statische Phänomene, also unbeständige Phänomene, aber das werden wir jetzt nicht, darauf werden wir jetzt nicht eingehen, wie ich das letzte Mal das erklärt habe. Es ist eben sehr kompliziert und komplex geworden. Das werden wir jetzt nicht machen. Now, within functional phenomenon, we have three types. Also, one way of dividing it. Also eine Einteilung der wirksamen Phänomene ist eine, also in drei. Also gibt es drei Kategorien. There are many ways of dividing, but here we'll divide it into three, the most common way of dividing them. Also es gibt verschiedene Arten der Einteilung, aber die häufigste Einteilung ist hier in drei. Here in German, it's called, the first type is called material phenomenon. Also die erste Kategorie wird hier im Deutschen also Materie. I prefer forms of physical phenomenon. Also ich ziehe vor eher den Begriff Formen, also körperliche Formen. But you know, whatever we call it, the point is to understand what we're talking about. Also wie immer wir diese jetzt bezeichnen, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. What we're talking about is well, there's 11 types. So we're talking about sights, visual sights, sounds, smells, tastes, physical sensations. It's five. So wir haben da 11 Arten. Also das erste ist eben der Sehsinn, das zweite sind eben die Töne, dann der Geschmack, Geruch und körperliche Wahrnehmung. Das sind mal 5. Right. Tactile, physical sensations. Physical sensations include rough and soft. They include hot and cold. They include a physical sensation of motion. A lot of physical sensations. Also körperliche Empfindung, das inkludiert also heiß und kalt, also Wahrnehmung von heiß und kalt, von rau und weich und auch die Gefühle. Also viele sind körperliche Empfindungen. Motion.
Bewegung, das sind emotions. Emotions, Bewegung. Well, you can feel motion, can't you? Mm-hmm. I mean, we would say feel, but this is such a vague word in our languages, but that's a physical sensation of moving, isn't it? Right, well, how that works physically is another question. But it is a sensation, a physical sensation. So all of these are forms of physical phenomenon. Technically they're made of particles and so on, but this becomes quite difficult to understand. So that's why I'm not explaining it in that way. Also das sind alle körperliche Formen. Also wenn wir das natürlich sind sie weiter, bestehen sie aus verschiedenen Partikeln und so weiter, aber das geht dann zu weit. Also sie werden alle körperliche Formen genannt. That's difficult to understand, so I'm not explaining it. Also ich werde das jetzt nicht weiter erklären, weil das ist schwierig zu verstehen. And we have another set of five. These are the sensors. So the cognitive sensors, these are the type of tiny little cells that we have with the body that are photosensitive, you know, sensitive to sights, sound-sensitive cells of the ears, smell-sensitive of the nose, taste-sensitive of the tongue, and physical sensation sensitive of the body. Dann haben wir eine weite Kategorie von fünf, also sind die Sensoren, also die kleinsten Zellen im Körper. Dann haben wir Sensoren, die lichtempfindlich sind, das eben den Augen sind, also lichtempfindliche Sensoren. Dann haben wir geräuschempfindliche Sensoren, geruchsempfindliche Sensoren, geschmacksempfindliche Sensoren und dann körperempfindliche Sensoren. And then we have a third type, which can only be known by mental consciousness. You can't actually know them in a sensorial sense, a sensorial way. Haben wir noch eine weite Kategorie, die nur wahrgenommen werden kann mit dem mentalen Bewusstsein. Like, for instance, what we perceive in dreams. Was wir zum Beispiel in den Träumen wahrnehmen. There are what appear to be sights and sounds, etc., in dreams, but those aren't actually objects of the eye consciousness or ear consciousness, are they? They're objects of mental consciousness. Wir haben also in den Träumen haben wir Sehobjekte und Geräusche und so weiter, aber sie sind nicht die tatsächlichen Objekte unseres Sehsinns und unseres Hörsinns, sondern sind die Objekte unseres geistigen Bewusstseins. We have other examples as well. Particles, atoms, you can't actually see them, but they're a form of physical phenomenon. Weitere Beispiele sind Partikel, Atome, die können wir nicht sehen, aber sind auch weitere Beispiele von körperlichen Formen. So, in our discussion here, my body, I'm a complete idiot, so my body, I took the wrong computer, the computer, these are forms of physical phenomenon. So, the visual sight of the computer, the tactile sensation of the computer, if I hold it in my hand, the sound of the computer when I type, these are all forms of physical phenomenon. Also mein Körper, also ich, Idiot, mein Körper hat den Computer, also den falschen genommen. Also der Computer ist, ist eine körperliche Form und auch, dass ich den Computer sehe, also als Sehobjekt, das ist eine körperliche Form. Und auch wenn ich ihn in der Hand habe und ihn wahrnehme und spüre, auch das ist eine körperliche Form. Und auch wenn ich den Computer zum Beispiel dann schreibe, etwas eintippe, diese Geräusche, Töne, das sind auch körperliche Formen. Of course, we can factor in these other divisions that we've spoken about. What I'm seeing now, what I'm no longer seeing. The visual sight that I'm seeing now, a visual sight that I'm no longer seeing, I saw yesterday. Können wir das auch wieder verbinden mit den Kategorien, die wir schon gehört haben, was ich jetzt sehe, was ich nicht mehr sehe, was ich gestern gesehen habe. Sight of someone else's computer that I'm seeing now, and the sight of my computer, which I'm no longer seeing. For example. Das Sehobjekt von einem Computer von jemand anderen oder eben das Sehobjekt von meinem Computer, den ich nicht mehr sehe, also der nicht mehr da ist, den ich nicht wahrnehme. Pardon? Gerüche, wenn wir jetzt die sehen, kann ich mir noch vorstellen. Gerüche und Geschmack ist unmittelbar an But how does it with smell and taste? Because she thinks this is really connected with the present time. Well, the smell and taste, can there be no longer happening smell? Well, sure, why not? There was smoke in the room yesterday. The smell of the smoke is no longer happening now. I can remember it.
the taste of my lunch. It's no longer happening now, but I can remember it, I can think about it. Also es geht auch bei Geruch und Geschmack gibt es das, welche die nicht mehr existieren, sich nicht mehr eignen. Zum Beispiel gestern war Rauch im Raum und der Geruch vom Rauch ist jetzt aber nicht mehr hier, aber ich kann mich noch daran erinnern an den Geruch von Rauch. Oder zum Beispiel der Geschmack meines Mittagsessens, also das ereignet sich jetzt nicht mehr, es hat sich ereignet, aber trotzdem kann ich mich noch daran erinnern. This gets very complicated. Das wird sehr kompliziert. Of course. Because when I am remembering something from yesterday, what am I remembering? I mean, what's happening now is something that represents what I'm what happened before. Wenn ich mich erinnere an etwas, was gestern passiert ist, dann erinnere mich daran, was gestern auf etwas, was das gestern repräsentiert. I remember the taste of the lunch that I ate today. I can remember it. I can imagine it. But what I'm imagining now is something that represents the taste of the lunch that is no longer happening. It's not that I'm tasting exactly the same thing, am I? That's no longer happening now, but I'm experiencing something that represents it. Wenn ich mich erinnere an den Geschmack meines Mittagessens, so kann ich mir den Geschmack vorstellen, aber was ich jetzt erfahre, das ist nicht der tatsächliche Geschmack von meinem Mittagessen, sondern was ich jetzt erfahre, repräsentiert sozusagen den Geschmack vom Mittagessen, weil der Geschmack vom Mittagessen, der ereignet sich nicht mehr, der ist jetzt nicht mehr. You see, all these complicated things, if you can make it fun, then it's not boring and you can actually work with it. And these are very helpful, really. Das sind so komplizierte Dinge. Also wenn man da ein bisschen Spaß daran hat, dann ist das sehr hilfreich. The remembrance of the attention. The remembrance to the attention. The remembering of the attention to the attention, I must say, I don't understand that. The clearness, the appearance. There is a very complicated explanation for memory and how memory works. And that gets into something that we can discuss when we get into categories and conceptual thinking. Let's not go there yet, please. Es gibt eine schwierige Definition, wie das Gedächtnis funktioniert und Erinnerung. Also das werden wir jetzt nicht behandeln jetzt, sondern vielleicht später, wenn wir zu den Kategorien kommen. Buddhism has a nice explanation for it, but it's very complicated and we need to explain certain things first before we can have the analytical tools to analyze what actually is happening when you remember something. Also der Buddhismus hat eine sehr schöne Erklärung dafür, aber da müssen wir vorher einiges verstehen, damit wir die analytische Werkzeuge haben, um wirklich zu verstehen, wie Gedächtnis funktioniert. Okay, so we have forms of physical phenomenon. Then we have the second category is, I call it ways of being aware of something. Here in German it's Bewusstsein, which I suppose means consciousness or awareness. I don't know how you would translate it. But it's ways of being aware of something. Can't just be aware, you have to be aware of something. This will be in our topic about subjects and objects. Und die zweite Kategorie hier nach den körperlichen Formen sind Arten, sich etwas bewusst zu sein. Also hier im Deutschen heißt es einfach Bewusstsein, aber gemeint ist hier, man muss sich ja etwas bewusst sein. Also die Objekte, die werden wir dann später behandeln. And there are many different ways of being aware of something. Und es gibt viele verschiedene Arten, wie man sich etwas bewusst macht oder wie man etwas bewusst ist. We have something called consciousness, primary consciousness. Wir haben etwas Bewusstsein oder den Hauptgeist, oft genannt das Hauptbewusstsein. This is, in Buddhism, we don't just speak about consciousness in general, a general term here. We speak of specifically visual consciousness, sound consciousness, smell consciousness, taste consciousness, physical sensation consciousness, and mental consciousness, what would be involved with dreaming or thinking. Also im Buddhismus sprechen wir nicht im Allgemeinen von allgemeinem Bewusstsein, sondern von spezifischen Bewusstseinsarten, also vom Sehbewusstsein, vom Hörbewusstsein, vom Geschmacksbewusstsein, vom Riechbewusstsein, vier, von die körperliche Empfindlichen.
was haben wir da vergessen? Geschmacksbewusstsein, ja. Geschmacksbewusstsein, dann von das Bewusstsein und das geistige bzw. mentale Bewusstsein, also, was wir schon hatten, was, wie man Träume wahrnimmt. And thinking. Und das Denken. Okay, and what primary consciousness does is it cognizes, it's aware of what's known as the essential nature of something. Und was macht das Hauptbewusstsein? Es ist sich bewusst der essentiellen Natur eines Objektes. The essential nature of something is what general type of thing is it? Also was heißt jetzt die essentielle Natur eines Objekts? Was im Generellen ist dieses Objekt? Welche Art und welche? So it's aware of something as a sight. Or visual consciousness is aware of something as being a sight. Audio consciousness is aware of something as being a sound. Just this general category of what type of information is it? Is it visual information or audio information? Einfach die allgemeine Kategorie, was, um was geht es hier? Ist es ein Sehobjekt, also ein Sehobjekt, oder handelt es sich um ein Geräusch? Also das Hörbewusstsein nimmt das Geräusch wahr. Also welche Art von Information geht es hier? Um welche Art von Information? If you think of the example of a computer, we have a digital representation of something, and there has to be some sort of processor that can be aware that this is visual information or that this is audio information. This is what primary consciousness does. So ein Computer, wir haben da digital repräsentative Dinge und gewisse Prozesse, die ein Computer dann wissen muss, also sind das jetzt Audioaufnahmen oder sind das eben jetzt Videoaufnahmen? Sind das Audioinformationen oder Videoinformationen? Okay, that's primary consciousness. Also das ist jetzt das Hauptbewusstsein. And then we have mental factors, and mental factors help us to, what should we say, deal with that information. Dann haben wir noch Geistesfaktoren, die helfen uns umzugehen mit diesen Informationen. So some of these factors are things like attention, concentration, interest. Einige von diesen Geistesfaktoren sind zum Beispiel Konzentration, Interesse, attention. Aufmerksamkeit. Feeling some level of happy or unhappy. Oder Ebene von Empfindungen, ob man jetzt angenehm glücklich ist, unglücklich. And then we have all the various emotions that also color our experience of an object. Both constructive or positive emotions and destructive ones, disturbing emotions. Dann haben wir all die vielen Emotionen. Da haben wir eben dann eben destruktive, negative Emotionen, aber auch heilsame oder konstruktive Emotionen. And so we have a whole cluster here of a primary consciousness and all the accompanying mental factors, and they're all focused on the same object, and they're occurring at the same time, and so on. They have several, they have five things in common. Wir haben hier das Hauptbewusstsein umgeben mit den Geistesfaktoren, und alle fokussieren auf dasselbe Objekt, auch zur gleichen Zeit. Also das, die Geistesfaktoren und das Hauptbewusstsein haben fünf Gemeinsamkeiten. So we can think of the image of a chandelier with one bright light, big light in the middle, and all these little lights around it, all going on at the same time and illuminating the same thing. Anybody know the word chandelier? Also wir können uns vorstellen, zum Beispiel als Bild eines Lusters, zum Beispiel, wie alle Lichter eben gleichzeitig jetzt auch. A big bulb in the middle and all these little bulbs around it. Okay. Auf Deutsch, bitte. Ja, also wir haben da eine Glühbirne umgeben mit vielen Glühbirnen, wo eben dann die Lichter gleichzeitig angehen. You don't have chandeliers. I see. Yeah, whatever. Whatever. Okay, so we have ways of being aware of something. So I'm looking at this bag and I'm distinguishing as not my computer. And I'm feeling unhappy about it, and I'm angry with it, and all of these things are happening here.
Es gibt eben Arten, sich etwas bewusst zu sein. Zum Beispiel, ich sehe diese Tasche und erkenne, das ist nicht mein Computer und bin dann verärgert darüber. Das passiert alles dann gleichzeitig. Unhappy. Ich bin unglücklich darüber. Right? Okay, and then we have a third category, which is difficult to translate. It is something which is non-static, is changing from moment to moment, but it is neither a form of physical phenomenon nor a way of being aware of something. Und es gibt jetzt noch eine dritte Kategorie, das ist sehr schwierig zu übersetzen. Das sind nicht statische Phänomene, also unbeständige Phänomene, die aber nicht also körperliche Formen sind, aber auch nicht Arten, sich etwas bewusst zu sein. Also auch keine Bewusstseinsarten, also Arten, verschiedene Arten, sich etwas bewusst zu sein. For instance, me. Zum Beispiel ich. The self. Also ich, das Selbst wäre zum Beispiel. It is something which is imputed, we would say, on stream of continuity of all sorts of changing factors, both physical and ways of being aware. Das Ich ist zugeschrieben auf etwas, das verändernde Faktoren sind, jetzt körperlich und auch geistig. Wem ist das zugeschrieben, das Ich, das Selbst, diesem Körper auf verändernde Faktoren zugeschrieben, also auch im Körper und auch im Geist. So what's happening every moment? Was ereignet sich jeden Moment? Well, what's happening every moment is that there is a different type of consciousness operating. Sometimes they're operating several at the same time, both seeing and hearing, for example. Dass verschiedene Bewusstseinsarten also operieren. Manchmal ist es auch, dass sie gleichzeitig funktionieren, operieren, ein Sehbewusstsein mit einem Hörbewusstsein zum Beispiel. Some are manifest. Sind manifest. Some are subliminal, like for instance, feeling the sensation of my clothing next to my body. I mean, there is that tactile sensation, that consciousness, but I'm not aware of it, so it's subliminal. Oder manche sind nur not paying attention to it. Also wirklich nicht bewusst eben, zum Beispiel Gefühl, welches Gefühl war das jetzt? The physical sensation of your clothing. How about the physical sensation of your tongue in your mouth? How often are you aware of that? Zum Beispiel. But if you paid attention to it, you could feel your tongue in your mouth, can't you? Which is really quite weird, if you think about it. Also das Gefühl eben, die Wahrnehmung, die Tastwahrnehmung von der Kleidung am Körper zum Beispiel oder auch von der Zunge im Mund. Also normalerweise nehmen wir diese nicht wahr, weil wir uns da nicht bewusst machen. Aber wenn wir daran denken, natürlich können wir die Zunge wirklich fühlen oder wahrnehmen. Das ist eigentlich sehr eigenartig. Right, so there are all these, sights and sounds and smells and all these consciousnesses. And there's all these mental factors, and they're all changing at different rates. Sometimes I'm happy, sometimes I'm unhappy. Sometimes I have this emotion, that emotion. My attention is changing, the level of it. My level of interest is changing all the time at different rates. Und all das ändert sich ständig. Also all diese Objekte, Sehobjekte, das Hauptbewusstsein, all die Geistesfaktoren, all das ändert sich ständig. Also manchmal bin ich glücklich, manchmal unglücklich, manchmal habe ich jene Gefühle, manche andere, manchmal die Aufmerksamkeit ändert sich, mein Interesse ändert sich, also ständig im Wandel. And we can impute on that me. Dem allen. As a way, in a sense, almost of organizing this. Um das irgendwie zusammenzubringen, irgendwie zu organisieren, können wir dem allen zuschreiben, das Ich, das Selbst können wir dem zuschreiben. So, am I seeing, am I thinking? Well, yes, but I'm not thinking by myself, I'm not seeing by myself. It's the I consciousness, and the I consciousness is seeing, and therefore we say, I am seeing. So it is imputed, it's labeled onto what's happening. Also ich sehe, ja, schon ich sehe, aber es ist nicht dass das ich sieht, sondern dass auch I can't see by itself. It cannot exist separately and cannot be known separately from a basis. Here, the consciousness. The self, me, cannot be known separately. Also das Ich kann nicht erkannt werden als separat. And it can't see or function or do anything, separately on its own. Es kann nicht etwas tun von sich selbst heraus, also funktionieren oder operieren von sich selbst. But only in terms of it being labeled, described, imputed on the experience that's happening. Und nur aufgrund, dass es zugeschrieben wird, eben auf den Erfahrungen, Erlebnissen, Erfahrungen. It's not something separate from everything that's going on in my experience.
and sort of as a distant observer watching it or pressing the buttons and making it happen. Es ist nicht etwas Getrenntes von den Erfahrungen, was sich hier ereignet. Und es ist, dass ich es irgendwo als getrennter Beobachter und drückt einfach irgendwo einen Knopf sozusagen. This one has to think about quite a lot. Aber das muss man ziemlich viel nachdenken. Who is the author of the voice that goes on in my head? Also wer ist der Autor meiner Stimme, die sich in meinem Kopf abspielt? Who's talking? Also wer spricht da? I'm talking. Also that's somebody else. Also ich spreche, nicht jemand anderer. Is there a separate little me sitting somewhere in a little box in a control room with a microphone and talking? Obviously not. Existiert da ein getrenntes Ich, was in einer kleinen Kammer, sitzt mit einem Mikrofon und dann spricht? Na, offensichtlich natürlich nicht so. Right, it's getting information in on the video screen and from the audio equipment coming from the ears and has this control board there and is worrying, oh, what should I do now? Oh, I'll do that. I'll lift my hand and it presses the button and the hand lifts. It's not like that, is it? Es ist nicht so, dass diese Sicht Informationen von überall her reinbekommt und hat es ein Kontrollboard sozusagen und dann drückt es einen Knopf, so jetzt muss ich die Hand heben und jetzt hebe ich die Hand, so ist das nicht. But it feels like that. You see, this is the deception. This is confusing, isn't it? It feels as though there's somebody inside there talking. Aber es fühlt sich so an. Es scheint so, als da jemand drinnen wäre, der jetzt redet. Und das ist die Verwirrtheit darüber. Ist verwirrend. But that's impossible. It doesn't correspond to anything real. There isn't actually something sitting inside me, like in the movie The Aliens. You know, some sort of alien thing sitting inside and possessing my body. I'm manipulating it. Also das ist unmöglich. Also entspricht nicht der Realität, dass da jemand drinnen sitzt, also wie bei den Aliens, die uns in Besitz nehmen, unseren Körper sozusagen. But I exist. Pardon? Es sind unsere Überzeugungen. What is that? Also Überzeugungen. I don't know that word. Could you translate it, please? We are convinced. Yes, we are convinced because it seems real. It seems real. That's the problem. And we believe it. It appears like that, and we believe it. Das ist auch das Problem, weil wir sind überzeugt und es erscheint uns so. Und das ist das Problem. That is the problem. First of all, that we believe it. If you stop believing it, then you're a liberated being. Also, wenn wir aufhören, das zu denken, also dass wir davon überzeugt sind, so ist, also dass wir zu glauben, dann sind wir befreit. And when your mind stops producing this deceptive appearance, then you're a Buddha. That's the difference. Wenn unser Geist aufhört, diese falschen Vorstellungen zu erzeugen, dann sind wir ein Buddha. Liberated being, your mind still produces this garbage, but you know it's garbage and you don't believe it, so you don't react to it. Als befreites Wesen hat man immer noch diese geistigen falschen Vorstellungen, werden immer noch produziert, aber man reagiert nicht darauf, wenn man an sie nicht glaubt. When you're a Buddha, your mind doesn't make this appearance at all. Und wenn man ein Buddha ist, dann erscheinen diese oder werden diese Erscheinungen gar nicht mehr produziert. Okay, so we have these three types of functional phenomenon, forms of physical phenomenon, ways of being aware, and things that are neither. Another example would be time. Also wir haben, jetzt die drei Einteilungen von wirksamen Dingen, eben körperliche Formen, dann verschiedene Arten, sich etwas bewusst zu sein und die dritte Art eben, hier im Deutschen heißt es das nicht bewusstseinshafte gestaltete Faktoren, also es sind weder körperliche Formen noch eben Arten, sich etwas bewusst zu sein und da gibt es zum Beispiel ein weiteres, die Zeit wäre so etwas, fällt in diese Kategorie. Time is passing, moment to moment to moment, it's non-static. But it's not a form of physical phenomenon, it's not a way of being aware of anything. So Zeit ist nicht statisch, also es ändert sich, verändert sich, ist aber nicht eine körperliche Form, und ist auch nicht eine Art, sich etwas bewusst zu sein. Right, so as I don't have my computer, and time is passing, the longer that I leave it and don't do anything about it, less are the chances that I will get it back. Ich habe meinen Computer nicht und je mehr Zeit verstreicht, umso schwieriger wird es werden, dass ich meinen Computer zurückbekomme. And again, there are many permutations of
what can be a negation phenomenon that's static, there's some that are non-static. There are many, many different variations here. Dann gibt es natürlich sehr viele, many possibilities. Viele Möglichkeiten wieder zwischen den verschiedenen Kategorien. Da gibt es eben dann Phänomene, die auch hier verneinende Phänomene sein können, gleichzeitig aber also eben wirksame Dinge und so weiter. I don't have my computer. Not having my computer. Well, don't have it for 1 minute, no, then I don't have it for 2 minutes, I don't have it for 3 minutes, I don't have it for 4 minutes, I don't have it for 4 days. It's a changing phenomenon, isn't it? But it's a negation phenomenon, not having it. So there are many possibilities of how these different divisions intersect. Also ich habe nicht meinen Computer, ich habe ihn nicht für 1 Minute, 2 Minuten, 3, 4 Minuten, für 4 Tage und so weiter. Also das ist ein veränderndes Phänomen, also ein nicht yeah, not having it is changing from moment to moment. Also das nicht haben, das ändert as time passes. Also wie die Zeit vergeht, verändert sich das. Also das nicht haben meines Computers ist ein veränderndes Phänomen und gleichzeitig auch ein verneinendes Phänomen. Also gibt es eben verschiedene Möglichkeiten zwischen den verschiedenen Kategorien. Okay, good. So let's end here and then we'll continue with more. Also dann hören wir auf und bis morgen damit.